Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlichst heute wieder zu meinem Video zum Thema Loslassen. Ja, dieses Thema Loslassen, ich glaube, das hat manchmal so ein bisschen bitteren Beigeschmack, weil wenn ich loslasse, muss ich mich von etwas trennen. Und dieses Trennen ist ja nicht immer so einfach. Jedoch, was bedeutet es einfach mal loszulassen? Wirklich frei zu werden, loslassen, heißt ja auch ein Stück Freiheit. Denn wenn ich gebunden bin an etwas, stark gebunden bin, kann ich nicht frei sein. Das geht nicht. Denn stell dir vor, du hast einen Kleiderschrank, wunderschönen Kleiderschrank, und hast dir jetzt mal was Schönes Neues gekauft. Schaust in diesen Schrank und gehst mal so einzeln durch und sagst, oh, da ist noch nicht einmal mehr ein Bügel frei und schon gar kein Platz. Meine schönen neuen Sachen passen gar nicht mehr rein. Dann ist Loslassen angesagt. Und dann geht man natürlich Stück für Stück durch und findet bei jedem Teil etwas anderes, warum es doch noch bleiben muss. Obwohl du es vielleicht gar nicht mehr trägst oder schon längere Zeit gar nicht mehr getragen hast oder irgendwie dich mal daran erinnert hast. Ja, was machen wir dann? Also ich mache es so, ich gehe meinen Kleiderschrank wirklich immer mal wieder von Zeit zu Zeit durch und trenne mich auch von den Sachen, die vielleicht noch ganz gut sind und die ich ganz wenig getragen habe, jedoch die gar nicht mehr zu mir passen. Und die ich auch gar nicht mehr anziehen würde, sondern ich habe sie nur noch, weil sie ja mal teuer waren und sie waren ja so schick und der Anlass war so toll, wofür ich es gekauft habe. Und jetzt hängt es da. Also heißt es für mich dann, ich nehme es raus, lasse es los. Ich kann ja noch, wenn ich möchte, damit anderen eine Freude machen. Und das tue ich auch. Das wäre vielleicht auch für dich sehr schön, anderen noch damit eine Freude zu machen. Und wenn ich das mal so Stück für Stück durchgegangen bin, ja siehe da, ich bekomme wieder Luft. Luft in meinen Schrank, Luft für mich und Platz für Neues. Und schon kommen die neuen Sachen wieder hinein und ich kann mich an ihnen erfreuen. Und habe vielleicht mit all dem, was ich losgelassen habe, anderen noch eine Freude gemacht. Ja, macht's einfach mal, probiert es mal, nicht nur mit dem Kleiderschrank, sondern auch mit vielen anderen Schränken und mit allem, was du immer noch festhältst und glaubst, das muss ich doch noch behalten und das kann ich doch nicht abgeben. Im Grunde genommen behindert es dich nur. Schaff dir wirklich keinen Platz für neue Dinge und du hast nicht die Möglichkeit, wieder neue Wege, Neues zu beschreiten. Das Gleiche ist natürlich, schauen wir doch mal in die Natur. Die Natur zeigt es uns so deutlich. Was passiert im Herbst? Im Herbst lässt die Natur los. Da rieseln die Blätter, die Bäume entleeren sich, die Früchte sind ja geerntet, die haben sie schon losgelassen und jetzt dürfen auch die Blätter eben halt losgelassen werden. Warum macht die Natur das? Die Natur macht das, um sich vorzubereiten auf Neues, um sich vorzubereiten, um Kraft zu kriegen. Kraft, das ist ganz wichtig, denn nur wenn ich loslasse, bin ich frei und wenn ich frei bin, dann kann ich in mein Inneres tauchen, wie es die Natur auch macht, komm zur Ruhe, komm in meine Kraft und wenn ich in meiner Kraft bin, tanke ich auf, um dann wieder ganz neu zu erblühen und Neues aufzunehmen. Ja, ihr Lieben, ihr seht schon, es ist einfach, wenn man es verstanden hat, was Loslassen wirklich bedeutet. Denn
Wenn du mal etwas in deine Hände nehmen möchtest und hältst in deinen Händen aber noch etwas anderes fest, ja, du kannst sie ja nicht aufmachen. Wenn du sie aufmachst, plumpst es herunter. Jedoch, ich möchte jetzt etwas Neues in meine Hände nehmen. Ich möchte das Neue greifen. Dann merkst du ganz automatisch, dass du dich erst von dem Alten lösen musst, um das Neue aufzunehmen. Und das ist im täglichen Leben nichts anderes. Alles, was uns begegnet, alles, was wir Neues erreichen wollen, jeden neuen Weg, den wir gehen wollen, alles hat mit einem Loslassen zu tun. Denn wenn man wirklich loslässt, dann merkst du in ganz kurzer Zeit, es öffnen sich Türen. Ganz neue Türen öffnen sich für dich. Und du schaust durch. Solange du festhältst, richtig krampfhaft festhältst, stehst du vor geschlossenen Türen. Oder siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Erst wenn du loslässt, bist du frei für Neues, was in dein Leben kommen kann. Und noch eins, hab keine Angst vor dem Neuen. Denn jedes Neue bietet sich dir als ganz spezielle Chance an. Und wenn du vielleicht dann mal zurückblickst und sagst, wow, wenn ich da nicht endlich mal losgelassen hätte, wäre dies und jenes ja nie in mein Leben gekommen. Und das ist genau das, was ich euch vermitteln möchte. Euch frei zu machen, indem ihr loslasst. Loslasst von Dingen, die nicht mehr zu euch gehören, euch vielleicht sogar behindern. Eure Freiheit nehmen, euch festhalten, einengen. Also mach dich frei, lasse los und du wirst sehen, neue Chancen kommen in dein Leben. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich mich befreien kann durch Loslassen, damit ich immer wieder Neues erfahren darf. Denn alles, was neu ist, ist eine neue Chance im Leben. Ich sag einfach Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann abonniert mich doch hier auf diesem Kanal. Und vielleicht gebt ihr mir noch ein Like. Ja, ich würde mich freuen. Und wenn ihr einen Kommentar schreibt, ich antworte euch auch ganz bestimmt. Dessen seid ihr sicher. Denn ich möchte so gern mich mit euch austauschen und erfahren, was hast du über Loslassen in dir schon erfahren. Ich sag Dankeschön, freue mich auf das nächste Video. Da wird es um die Glaubenssätze gehen. Und da haben wir auch wieder ein tolles Thema, was diese Glaubenssätze doch alles so mit uns machen, im Negativen wie im Positiven. Ich sag Dankeschön mit einem Namaste, eure Sanara Angelika.